Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir bauen weiter an unserem Inselparadies, beziehungsweise arbeiten wir gerade daran, dass unser Bündnisstatus mit den Achsenmächten angenommen wird. Wir haben diese Aufgabe hier, sabotieren, Alliierte beenden, 0 von 4. Da weiß ich noch nicht so recht, was wir da eigentlich machen sollen. Und wir sollen ein Gebäude des Typs Kommandogarnison besitzen. Das errichten wir gerade hier. Ich denke, dass sich, sobald wir das haben, vielleicht der andere Punkt irgendwie ergibt oder uns irgendwie dann einen Weg gezeigt wird, wie wir das machen können. Es gab einige. Da bin ich nämlich noch nicht sicher. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Gut, wir haben immer noch diese beiden Broker-Aufgaben. Stoffe exportieren und Öl herstellen. Das läuft. Die Ölquelle haben wir auch in der letzten Folge gebaut. Und ich wollte, bevor das alles angefangen hat hier, wollte ich schauen, wie es momentan so aussieht mit Wohnen und sowas. Wir haben sehr viele Obdachlose. Dann müssten diese Baracken ja eigentlich alle voll sein. Und das ist tatsächlich wohl auch so. Oh, hier könnten noch ein paar Familien einziehen. Vielleicht haben wir nicht genug Platz. Ja doch, da ist auch noch genug Platz. Dann würde ich das gerne genauer wissen. Obdachlose Familien 21. Arme davon 19. Ich fühle mich beobachtet. So, das heißt, arm, wir brauchen Baracken. Und wahrscheinlich leben die drüben bei den Farmen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen aufstocken noch. Aber hatten wir eh vor. So, ordentlich investieren. Und dann gehen wir mal auf die höchste Geschwindigkeit. Hier haben wir auch noch so ein paar Hütchen. Aber ne, Hütten, die irgendwo existieren, die sind immer verbunden mit den Farmen, oder mit den Gebäuden in der Nähe. Weil die Hütten werden einfach da errichtet, wo die Leute arbeiten. Zumindest in der Nähe. Und das sind hier alles Farmhütten. So, Kakao-Handelsroute ist abgeschlossen. Die Importroute mit den Alliierten. Gar nicht schlecht. Fast eines Engländers würdig, würde ich sagen. Aber lassen Sie uns nicht übertreiben. Wir nehmen jetzt mal die Immigranten. Wir alle wissen, dass El Presidente Rüpel hasst. Was also, wenn eine Supermacht Tropico rüpelhaft behandelt? Präsidente sagt, das war's mit dem Handel. So, wir haben die Kommandogarnison. Jetzt will ich da mal hin. Gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Nicht wirklich. Überfallbildschirm. Alles klar. Okay, mit der Kommandogarnison. Ah, jetzt verstehe ich einiges. Okay, die Kommandogarnison ist die neuere Version der Piratenbucht. Okay. Wieder was gelernt. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeiten oder neue Möglichkeiten. Und wir sollen jetzt Alliierte sabotieren viermal ausführen. Machen wir das doch mal. Mal eben kurz gucken, was die Folgen sind. Okay, wir sabotieren die Alliierten, um eine Zeit lang zu verhindern, dass sie schädliche Aktionen gegen uns ausführen können. Ja, wunderbar. So, und dann haben wir hier noch Schatzjagd und das ist alles moderner. Ich glaube, wir können dann die Piratenbucht abreißen, oder? Brauchen wir die dann noch? Das ist jetzt die Frage. Wir lassen sie mal stehen. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung, Präsidente. Und wir alle jubeln natürlich gleichermaßen. Natürlich. Wie es sich für gute Kommunisten gehört. Plus 5 Ruf nehmen wir. Okay, gut. Dann ist jetzt auch alles klar. Und wir haben schon wieder Brände. Jetzt müssen wir eben gucken, ob irgendwo was kaputt gegangen ist. Sieht aber im Moment nicht danach aus. Das mit den Meldungen hier auch noch nicht so ganz verstanden. Naja. Geld brauchen wir dringend.
Aber das sieht nach guten Exporten aus. Naja, es geht. Ach, 41.000 kann man sich schon nicht beschweren. So, wir haben Gold. Wir könnten natürlich auch noch weitere Fabriken bauen. Zum Beispiel, ja, was muss denn die Schiffswerft haben? Keine Ahnung. Die Molkerei verarbeitet Milch zu Käse. Das ist natürlich ein Ding. Das sollte man auf jeden Fall haben. So, das ärgert mich. Ich mag das überhaupt nicht, dass das hier jetzt weiter absteht. Aber was willst du machen? So. Geben wir nochmal wieder eine Exportroute. Was geht denn gerade gut weg? Fisch, Käse. Na, wir könnten Käse annehmen jetzt. Oder welchen produzieren. Nehmen wir erstmal so einen kleinen Auftrag hier. 1650 Einheiten. Zack. Das Ding braucht bestimmt auch Strom wieder. Das müssen wir echt nochmal schauen. Ah, wir haben noch ein bisschen was übrig. 180 Megawatt können wir noch verbraten. Warum steht denn da das Landhaus so? Das ist ja ein Überbleibsel, das mache ich mal weg. Tropikaner für Militäraktionen warnt, dass es auch hier passieren kann. Vergesst also nicht, eure unbenutzte Munition zu spenden, um unsere tapferen Soldaten zu unterstützen. Vandalismus in der Stadtmitte sind vollkommen übertrieben. So, hier sind wieder Guerillas, die angreifen. Zweifelter Architekturstil sei unpolitisch und beweise sowieso nichts, gab der Palast zu verstehen. Tja, haben da angegriffen, jetzt das Gebäude beschädigt und ja, die schalten und walten hier völlig frei. Jetzt sind sie wieder weg. Präsidente, ich bin inspiriert. Ich habe das Problem. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen. So, pass mal auf, die noch eine zweite Polizeistation ist sicherlich eine gute Idee. Da wird schon gelöscht. Die warten jetzt auf Ware, und zwar Milch. Milch, ach Moment mal. Leute, ich sage einfach so, wir wollen Milch, Käse herstellen. Wir haben gar keine Farmen mit milchgebenden Tieren. Eieiei, da habe ich mir was überlegt. Also, wir müssen natürlich erstmal eine Farm haben und da kommen dann ja, Rinder. Hier, Ziegen geben Milch. Konnte ich das denn bloß vergessen? Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie? Kim ist Pierre. Sie sind alle völlig legitim. Fügt eine Option hinzu, mit der sich zufällige Ereignisse vorzeitig beenden lassen. Ach, dann nehmen wir doch lieber die Blaupause für den Kim ist Pierre.
So, wir haben einmal bereits abgeschlossen. Alliierte sabotieren. Sehr gut. Das heißt, wir arbeiten erfolgreich aufs Bündnis hin. Ich frage mich halt echt, ob wir das noch brauchen. Gut, fährt halt immer noch ein Schiff rein. Überfall abgeschlossen, Schatzjagd, Forschung gefunden, Kirche und Staat, okay. Machen die denn noch was? Eigentlich nicht, oder? Nee, nee. Wieso sind jetzt hier nur noch zwei aktiv? Wir haben noch vier reingemacht. Eine ist abgeschlossen, müssten noch drei hier stehen. Es sei denn, eine ist gerade in Gang, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Anzeige ist da nicht ganz eindeutig, Moment. Doch, sabotieren Alliierte. Ist gerade in Gang hier. Das ist die Vorbereitung und dann... Wir können es auch sehen. Mission wird durchgeführt. Sehr gut. So viel Rum da, der nicht weggebracht wird. Wir brauchen echt noch ein Transportbüro. Ist aber auch nicht schlimm, weil wir haben ja hier eh gerade noch ganz viel gebaut. Von daher können wir durchaus etwas hinbauen. Die Straßenanschlüsse sind manchmal so unflexibel. Egal, lassen wir es so. Kosten so wenig. Was soll ich da jetzt die ganzen Bauarbeiter kommen lassen, wenn das Ding hier mit 400 Dollar abgeschlossen ist, oder? So, Ziegen. Gibt's hier denn noch irgendwas zu verbessern? In der Tat, kostet aber im Moment alles zu viel Geld, glaube ich. Mechanischer Melker. Ah ne, die kommen erst alle im Kalten Krieg. Okay. Ja gut. Dann müssen wir jetzt einfach warten. Also Milch kommt. Und die wird dann in der Molkerei zu Käse und dann können wir auch den Handelsauftrag abschließen. Broker ist wieder da. Gold exportieren. Nehmen wir an. So. Es läuft. Es läuft. Schauen wir mal kurz in den Almanach. Immer noch 50 Obdachlose. Hauptsächlich arme Leute, aber auch vier gut situierte sind obdachlos. Textilfabrik. Transportbüro, Klinik. Hafenanlage, Kerker, okay. Brauchen noch mehr Unterkünfte für die gut situierten. Dann bauen wir noch einen weiteren Apartmentblock, also Apartmenthaus. Jetzt haben wir gerade nicht genug Geld. Hatten wir erstmal ein bisschen auf Geld. Genossen freuen sich über ihre Ich habe hier das Geld genommen, wie ihr gesehen habt. Gut, immerhin, das Kraftwerk hat schon eine Weile nicht mehr gebrannt. Ich denke, dass dieser Wachturm hier oder Schutzturm da schon ein bisschen was bringt. Was ist denn das rote Boot hier? Da ist nur ein Bauarbeiter drauf. Da sind 800 Einheiten Zucker drauf. Der Frachter hat 59.000 gebracht. Forschung abgeschlossen. Handelsinstitut. Was gibt's bei der Politik Neues? Könnten wir nochmal loben, brauchen wir nicht mehr. Überfall abgeschlossen. Sabotage. Sehr gut. Zwei von vier sind abgeschlossen. Das wird doch was.
Oh, jetzt habe ich irgendwas weggedrückt. Das wollte ich gar nicht. Schade. 1x3 gibt es leider nicht. Jetzt haben wir da schon Taverne. Hier noch eine weitere hinzustellen, macht keinen Sinn. Gibt es denn irgendwas Kleines, was da hinpasst vielleicht? Eine Klinik würde hinpassen. Dann hätten wir da aber auch schon wieder eine zweite. Naja, die ist auch fast immer voll, also komm. Gesundheit ist immer gut. Die beiden haben wir schon, eine Zeitung haben wir noch gar nicht. Gewöhnlich sind grüne Pflanzen ein Zeichen der Frische. Okay, und wir haben wieder Pilzbefall, das heißt, die Feldfrüchte fallen ein bisschen aus. So, jetzt haben wir schon 3 von 4 Sabotagen abgeschlossen. Das heißt, wir werden es in der nächsten Folge, denke ich, schaffen, das Bündnis anzunehmen und die nächste Ära zu erreichen. Das Zeitalter des Kalten Krieges. Diese Klinik steht ja eigentlich total blöd. Jetzt haben wir da hinten eine neue gebaut. Dann reiße ich diese hier mal ab. Komm. So, hier sind noch Hütten. Gucken wir nochmal in den Almanach. 32 Obdachlose nur noch. Immer noch vor allem arme Leute. Also, wir müssen mal schauen, wo viele Hütten stehen. Hier oben stehen Hütten. Das ist aber nur eine. Da steht Hütte. Hier sind die Landhäuser und direkt dahinter die Hütten. Komm, wir machen das mal so. Dass wir hier noch eine Baracke hinstellen. Na, hallo, so.
Platz bereits belegt. Okay, durch was? Jetzt geht's. Ist halt sehr hässlich hier durch das Kraftwerk und so. Wo arbeiten die? Kerker und Hafenanlage. Hafenanlage und der Kerker ist hier unten. Warum ziehen die nicht in diese Gebäude? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Gut, die sind mittellos. Oder arm halt. Könnt ihr mal schauen. Was hat er damit gemeint? So, der ist sogar gut situiert. Beschäftigt. Und der auch. Warum leben die hier in der Hütte? Gibt's doch gar nicht. So, mal gucken, ob das was bringt. Hier ist kein Zucker mehr. Wie kann das sein? So viel Zucker verkauft. Ja, wir könnten natürlich jetzt sagen, dass wir den Zucker nicht mehr verkaufen. Ist generell keine schlechte Idee. Weil der eh halt nicht so viel Geld bringt. Und alles, was durch uns veredelt wird, ja, besser als veredeltes Produkt auch verkauft werden kann. Macht halt irgendwann auch keinen Sinn mehr, Baumwolle zu verkaufen, weil wir die hier brauchen werden. Baumwolle. Wir können hier auch Wolle verarbeiten, nicht nur Baumwolle. Mit den Wirtschaftsnachrichten. Gute Nachrichten. Die Pilzinfektion, von der einige Immobilien betroffen waren, ist beseitigt. Sehr schön. Von daher bedeutet eine grüne Banane einfach nur, dass sie noch nicht reif ist. Es gibt ja halt auch Farmtiere, die Wolle geben. Das sind jetzt nicht die Ziegen, die geben nur Milch, aber Schafe zum Beispiel. Und dann wäre die Textilfabrik halt eben auch damit betreibbar. Es ist getan. Oh. Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird? Sehr schön. Heute hat unser mutiger Präsident... Sie haben die einzig mögliche Wahl getroffen, Präsidente. Die glorreichen Achsenmächte zu unterstützen. Oh feier, was kommt jetzt? Sie nicht Ihre Meinung. Wir hassen Meinungsänderer. Ach, du Schande. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh nein. wir müssen 3600 Tage warten oder 6 Invasionen durch Alliierte überstehen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt gehen wir erstmal auf normale Geschwindigkeit. Ich denke, da müssen wir noch ein paar Wachtürme oder Schutztürme bauen. Ach, herrje. Naja, dieser Bereich ist eigentlich ganz gut abgedeckt. Ich weiß es auch nicht. Das jetzt eine gute Idee wäre. Okay, lassen wir es erstmal so. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter und schauen, wie wir aus dieser Sache wieder rauskommen. Dass wir das noch überstehen müssen, wusste ich jetzt auch nicht. Aber gut. So schnell kann es gehen. Ruckzuck, Krieg und müssen wir jetzt durch. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.